und herzlich willkommen zu Turnschuh TV mit den Basics. Heute Fake Sneaker. Wir hatten euch in Episode 4, die ihr hier unten nochmal angucken könnt, da ist der Link, ja schon am Beispiel des Yeezy 2 erklärt, wie man Fake Sneaker ausfindig machen kann und das Fake vom Original unterscheiden kann. Hier jetzt nochmal 5 Indikatoren, einen Fake Sneaker zu erkennen. Erstens, schaut euch unbedingt den Karton an. Auf dem Karton ist ein Aufkleber und da solltet ihr ganz besonders auf die Schriftart achten, auf die Position des Aufklebers und die aufgedruckten Informationen. Denn da kann ganz schnell mal irgendwas durcheinander kommen und da merkt man eigentlich schon, wenn man das mal mit einem richtigen Karton vergleicht oder mit den Aufklebern vergleicht, dass da vielleicht was nicht stimmen kann. Der Karton sollte auch die richtige Größe haben. Überlegt mal, ein High-Top-Sneaker braucht immer eine größere Box als ein Low-Cut. Entsprechend könnt ihr da auch schon sehen, hey, der Schuh scheint da irgendwie nicht ganz reinzupassen, dann scheint auch was nicht zu stimmen. Ganz wichtig als Nummer 2, schaut euch das Label des Schuhs an. Jeder Schuh hat im Schuh drinnen ein Label aufgedruckt. Da steht die Größe drauf, da steht der Produktionsort drauf und da steht ganz wichtig auch die Serien- und Produktionsnummer des Schuhs. Diese Nummer muss mit der auf dem Karton aufgedruckten Nummer übereinstimmen. Zusätzlich steht auf diesem Label auch das Produktionsdatum. Und auch daran kann man erkennen, ob der Schuh echt ist oder nicht. Denn wenn ein Schuh, beispielsweise ein Adidas ZX Flux, der 2014 rausgekommen ist, auf einmal da 2009 stehen hat, dann scheint auch da irgendetwas nicht zu stimmen. Und wenn ihr erst gar kein Label in eurem Schuh drin habt, könnt ihr euch schon ziemlich sicher sein, dass ihr da ein Fake in der Hand haltet. Wer riecht denn freiwillig an einem Schuh? Ihr, wenn ihr ein Fake erkennen wollt. Denn, das ist ganz wichtig, ein Originalschuh, und jetzt gehen wir davon aus, dass ihr keinen gebrauchten, getragenen kaufen wollt, sondern wirklich einen neuen Schuh, hat einen ganz eigenen, wertigen Geruch. Wir hatten das bei Turnschuh TV schon öfters gehabt, dass ich mal an den Schuhen gerochen habe und gesagt habe, so, also das nächste Mal, wenn du feiern gehen willst, sollst du da noch ein paar Nasen voll nehmen. Das ist eben der Kunststoff, der da verarbeitet wurde. In der Regel ist es die Sohle und die haben halt einen ganz, ganz starken Eigengeruch. Auch bei einem Lederschuh wäre es so, dass das Leder sehr wertig riecht. Wenn dem nicht so ist und es schon so ein bisschen, ich sag mal, abgestanden riecht, ist das auch eventuell ein Indikator dafür, dass der Schuh nicht echt ist. Nehmen wir mal an, ihr wollt die Schuhe online kaufen, beispielsweise bei eBay oder Klekt. Dann habt ihr ja das Problem, dass ihr die ersten drei Indikatoren, euch den Karton genau angucken, an dem Schuh riechen oder einfach auch das Label im Schuh zu überprüfen, könnt ihr ja nicht machen. Der Schuh ist nicht da. Also, was könnt ihr da tun? Ihr könnt zum einen einfach mal überprüfen, wie sind die Bewertungen des Resellers, der den Schuh da anbietet. Sind sie durchweg positiv? Kann man schon mal sagen, hey, ja, eventuell könnte dieser Schuh echt sein. Das nächste ist, wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, fragt einfach nach weiteren Fotos. Der Typ soll nachweislich diesen Schuh fotografieren und nicht irgendwelche Produktfotos nehmen. Und er soll dabei bitte Karton und Label mit fotografieren. Dann habt ihr die Gewissheit oder seid schon mal einen Schritt näher daran, ausschließen zu können, dass ihr da ein Fake verkauft bekommt. Bleiben wir mal beim Online-Shopping. Dass man da einen Fake angeboten kriegt, erkennt man in der Regel schon recht leicht, wenn ein eigentlich ausverkaufter Schuh, Beispiel Yeezy, einem dort für einen Preis angeboten wird, der eigentlich viel zu gut ist, um wahr zu sein. Wenn ihr trotzdem meint, dass dieser Schuh doch eigentlich echt sein könnte, dann checkt auf jeden Fall nochmal das Who is der Seite und geht auf den Kontakt-Button. Wenn ihr da schon merkt, dass da gar nicht viele Informationen stehen und das Who is sagt, dass diese Seite eigentlich aus China zum Beispiel kommt, seid euch spätestens dann bitte sicher, dass dieser Schuh ein Fake ist. Einige Online-Shops gehen noch einen Schritt weiter und sagen, hey, wir sind aber vom Hersteller zertifiziert, egal jetzt ob von Nike, Adidas, Reebok, Puma oder wem auch immer. Auch da seid auf der Hut, weil auch das können Fake sein. Selbst wenn das Who is auf eine Seite aus Deutschland hinweist, muss das nicht stimmen. Und auch da, wenn ihr euch nicht sicher seid, bestellt den Schuh nicht, sondern fragt einen Kumpel, geht in ein Forum, schreibt eventuell auch dem Hersteller, hey, kennt ihr diesen Shop, da steht, ihr habt ihn zertifiziert und die werden euch sagen, nein, das ist keiner von uns oder sie werden sagen, ja, es ist einer von uns, viel Spaß beim Bestellen. Bleibt einfach skeptisch und versucht es ein bisschen zu beherzigen. Topset schreibt zum Storecheck vom Starkau in Paris, nice location. Wieso Topset das unter den Storecheck schreibt,
Schaut es euch an, der Link ist hier unten. Und damit wünsche ich euch einen schönen Montag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.